So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute ist Sonntag. Jetzt ist gleich 14 Uhr, das heißt, der Raid Day beginnt gleich. Wir laufen hier am Kanal entlang. Wir wollen uns nämlich jetzt an der Brücke der Technik treffen. Das ist die X-Raid-Arena, wie ihr hier seht, die rote, wo gleich hoffentlich ein Raid erscheinen wird. Aber nicht nur da, sondern eigentlich überall, wo jetzt nichts ist. Und es ist nirgendwo was. Sieht man auch mal selten. Ihr wisst ja, beim Raid Day wird das vorher nicht angekündigt. Also das sind nicht vorher die Eier drauf, die dann aufgehen, wie bei der legendären Raid-Stunde. Sondern Punkt 14 Uhr müssten dann einfach überall Eier sein. Wir sind gespannt, wie das Verhältnis ist, ob es mehr Gengar oder mehr Nidorino gibt. Einmal ein Vierer, einmal ein Zweier. Ich glaube, die meisten wollen heute eh nur Gengar machen. Mit Partyhut, als Shiny, mit der Spezialattacke oder so weiter oder keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall komplett. Mir ist eigentlich alles wurscht. Ich versuche die 5 Pässe heute nur rauszuballern. Ich habe beides ja als Shiny. Mit Partyhut braucht man das nicht unbedingt. So wie das. Habt ihr Evoli Shiny mit Partyhut? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ist eure Taktik für heute. Was lustig wäre oder was von Vorteil gewesen wäre, wenn wir hier bei der Team Go Rocket Spezialforschung schon ein Kapitel weiter wären oder zwei. Dann müsst ihr nämlich 5 Raids machen. Das hätte sich heute sehr gut angeboten bei den 5 kostenlosen Raid-Pässen. Sonst müsst ihr nämlich dann wieder 5 Tage warten, wenn ihr immer nur den kostenlosen spielt. Ich bin gespannt. Ich habe mir Zeit gelassen. Es ist schon wieder ganze März ist voll. So viel hintereinander, ihr wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt. Aber erstmal machen wir hier Ende Februar, beziehungsweise ist ja schon März. Heute ist doch der erste, oder nee? Ich weiß es nicht. Ich blicke überhaupt gar nicht mehr durch. Das gehört aber noch zum Februar, der Raid Day. Und dann geht es schon wieder weiter im März mit den ganzen anderen Sachen. Wir nehmen das hier noch mit. 9 von 10 Stops. Vorne kann ich den 10. drehen. Wir warten auf den Rest und dann gucken wir mal, ob wir einen Schein bekommen, wenn wir wirklich nur 5 Raids machen. So, jetzt ist auf jeden Fall 14 Uhr. Wir gucken mal, wir drehen mal hier, ob irgendwo die Eier erscheinen. Also die Raids, es gibt doch keine Eier. Mann, Mann, Mann. Da sitzt auf jeden Fall ein Krabi, das tippen wir mal kurz an. Zum Zeitvertreib. Die Sonne brennt. Gleich sind alle nackt, ich sehe es schon. Ja, da hinten ist ein Nidorino, das brauchen wir aber nicht. Hey, ein Dragoran. Spaß. Wir sind mal gespannt, wir wollen ja jetzt nur hier Gengar machen. Ob wir Glück haben und hier jetzt ein Gengar kommt. Oder ein Nidorino. Theater ist ein Nidorino. Toll. Haben wir schon mal zwei? Oh ja. Ich hau erstmal ein Glücksei an, weil irgendjemand noch aufsteigen wollte. Und mach einfach mal auf. Vielleicht geht ja jemand mit rein. Im Endeffekt sind schon alle drin. Egal. Was ist denn hier? Warum auch immer alles Partyhut braucht, weiß ich nicht. Hätten sie die Klon-Pokémon doch auch gleich ein Partyhut noch draufsetzen können. Gut, Fischi macht den Plan. Wir machen mal einen kleinen Cut und melden uns zurück, wenn der Raid zu Ende ist. So, 16 Leute auf einmal in der Lobby. Ich laufe mal hier rüber. Dort drüben war es auf einmal ultra windig einfach nur. Ach, Digga, wieso kann ich nicht Discord einfach ausstellen, Sir Maverick? Ich habe überall gepostet im Discord heute Abend Auslosung. Ich habe es auf Facebook gepostet. Ich habe es überall geteilt vom NRR-Battle. Auslosung hier, Auslosung da. Es ist wirklich idiotensicher. Und dann fragen die, wann kommen eigentlich die nächsten Paarungen? So, wir gucken mal, ob jemand ein Shiny hat, ob jemand was Gutes hat. Auf jeden Fall kein Shiny. 1992. Hat jemand eins über 2000? 1998. Also nicht. Gut, Shiny hat wahrscheinlich keiner, sonst hätte jemand sich bemerkbar gemacht. Ja. Guck mal auf deinen Kleinen. Wir fangen das zum Übergang und suchen uns schnell mal den nächsten Raid. Heute geht's nämlich Jans fix. So, der Max hat, glaube ich, das Beste gehabt in der ersten Runde. Der hat einen 96er nämlich gehabt. Wir sind jetzt nochmal aufgestiegen hier mit dem Dennis zu Hyperfreunden. Das müsste der Dennis Weigel sein, der das Shiny auch
gekriegt hat, das Shiny Shinox. Wir wollten eigentlich da hinten weitermachen, aber da sind überall nur Nidorino. Hier nochmal Überfreunde mit Postman, also mit dem Azubi Harry Potter. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Mein Männchen haut gerade ab. 60 Minuten, Sekunden. Ja, da muss ich mich jetzt mal bewegen, dass ich noch in die Arena komme. Da läuft nämlich schon wieder fort. Geht spazieren. Ja, keine Ahnung. Der rennt schon wieder irgendwo in der Gegend rum und immerzu steht oben Netzwerkfehler, Netzwerkfehler, Netzwerkfehler. Ich stehe mal kurz auf, drücke durch. Fischi hat gerade wieder erzählt von seinen Go-Battle-League-Erfahrungen. Da hat jemand sein Pipi rausgeholt und kein Shiny. 2003, das erste ist übrigens geflohen. Das kann man ja mal offen zugeben. Jetzt jemand einen Shiny? Wer will wieder Schläge? Der hat wieder 2029. 2029? Na gut, ist wenigstens gut. Irgendwie nervt die Sonne gerade. Ich habe 209 auf dem Kleinen. Die fangen schon alle. Ich fange auch mal. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Und dann gehen wir zum dritten. Ich weiß zwar nicht, wo der dritte ist. Muss ich mir gleich noch angucken. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim dritten von 5. Richtig komischer Raid-Tag, oder? Schon wieder ein Netzwerkfehler, ich verstehe es nicht, aber 978 ist es. Auf jeden Fall ist es jetzt down, ich schmuggel mich mal hier vorbei. Wieder mal kein Shiny. 2024, das ist das Beste. Jetzt hier. Hey, 1996. Das ist bestimmt das Schlechteste. Hat jemand ein Shiny? Nein, gell? Alle ruhig, keiner rastet aus. Plötzlich ist die Lobby voll, plötzlich über 20 Mann. Mussten noch eine halbe Lobby dranhängen. Wir gehen mal weiter zur Sonnenuhr, machen da den nächsten. Und der letzte wird dann an der Kirche sein. Oder vielleicht auch Schwimmbad, wenn da einer ist. Das haben wir von hier unten noch nicht gesehen. Wenn das ein Gengar ist, wird man wahrscheinlich eher das Schwimmbad machen. Für X-Raid-Einladung und so weiter. So, wir haben eine gescheite Ablage gefunden hier. Stellen euch einfach mal da oben drauf. Nachdem sich die Gruppe eben geteilt hat, hat sie sich wieder zusammengefunden. Der Plan ein bisschen über den Haufen geworfen. Sonnenuhr, wie gesagt, nicht mitgenommen. Aber jetzt als nächstes kommen dann noch die X-Raid Arena. Und ich glaube, wir können sogar 6 machen. Wenn ich den Pass von gestern noch habe, passt das. Die anderen sind natürlich so schlau, die haben einen. Ich glaube, ich habe gestern aber gar keine Arena hier gedreht, ne? Also kann sein, ich habe nur 5. 2000. Nichts. 1977. Oh mein Gott. Ich habe mir heute extra die GoTool-App runtergeladen, nochmal in der Version 2. Das sieht zwar jetzt alles richtig komisch aus, aber 1644 wäre das Schlechteste. 2055 wäre das Beste, ihr seht. Das hat jetzt... Hä? Shiny und 100er. Ach ja, könnt mich doch gleich mal... Soll ich mal rüberkommen? Ich laufe mal kurz darüber. Wäre das Shiny? Ich habe auch ein Shiny, er hat Shiny und er hat das 100. Zeig schon mal. Also Shiny und 2055, genau. Und 2043 war vorhin das 96. Eben habe ich es noch vorgelesen aus der GoTool-App. 2055, das 100er, ne? 1977. Kann er natürlich nicht mithalten. Das ist doch erfolgreich. Komplett dunkel wahrscheinlich. Ja, so dunkel, dass man wieder nichts sieht. Bei ihm ist immer, er hat immer schwarze Shinies. Das sind die Krypto-Shinies wahrscheinlich, die er so mitnimmt. Wir fangen das mal noch und sehen uns dann natürlich an der... am Schwimmbad wieder, genau. Und gucken wir, ob wir noch 6 Stück zusammenkriegen. Netzwerkfehler. Wie kann das zusammenhängen? Das ist Karma. Ja, hast du das nicht, oder was? Nö. Bei dir steht gar nichts? Nö, bei mir kommt ab und zu Fehler 0. Ah, der ist auch gut. Wir sammeln Fehler, verschiedene, ne? Schön, wenn der Ton auch mal aus wäre. Wieso beschwert sich jeder über den Ton? Ich weiß nicht. Vorhin, als es war Musik an, es war viel schlimmer, aber die Soundeffekte. Merkt man, wozu machen die denn ein Spiel mit Geräuschen, wenn es I-Ton, wer macht sowas? Manche mögen das. Manche mögen es heiß, ja. Ja, heiß sogar. So, wir sind jetzt hier am Schwimmbad, sind auch fertig. Atom. An der X-Raid Arena. Drücken mal schnell durch und haben nichts. Richtig genial. 2012. Das ist eh nur Ruhe. Der Max kriegt nach dem 96er das 100er und er kriegt immer zu über 20. Also. Ja, nein, eins war dabei, wo 120 mal war. Sonst jemand ein Shiny? Ja. Sonst jemand ein 200er?
6. Im Endeffekt sind die 5 Pässe jetzt ja schon weg, aber Benny und Co., die wollen noch ein Nidorino irgendwo machen und ich muss ja auch eh wieder runter und da werde ich mir noch in der Stadt eins zur Brust nehmen. Falls ich noch einen freien Pass habe, den von gestern, nehme ich nämlich auch noch ein Nidorino mit. Und dann ist der Schatten auch wenigstens weg in der Nearby-Liste. Ich hoffe, es kommt raus. Ja, wir fangen das einfach in der Überblendung und suchen uns noch schnell ein Nidorino. Euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht, wenn ihr noch einen Gänger sucht. An der Sonnenuhr zum Beispiel, die Mikes rausgelassen haben. So, der Gefer ist jetzt noch hier beim Nidorino mit angekommen. Wir wollen aber mal kurz hier das Taubost fangen. Das gibt bestimmt schön viel Bonbons. Ja gut, ich habe eine falsche Beere genommen. Dann gibt es keine Bonbons. Großartig. Sieht man auf jeden Fall auch selten, Taubost. Hört sich immer so an wie Tauros, nein, Tauboss. Das nehmen wir mal hoch in die Pfote. Irgendwie sieht die Kamera heute komisch aus, also der Bildschirm, als wäre es viel näher dran als sonst. Wir bewerten es auch gleich mal. Verteidigung 15, das nehmen wir gerne mit. Nehmen den letzten freien Pass, schmeißen den mal hier rein beim Nidorino. Vielleicht haben wir da ja Glück. Ich mache einfach mal auf. Such mir noch was, wo ich die Kamera hinstelle und also eigentlich könnte ich es auch halten, das Ding ist ja eh in 10 Sekunden down, aber trotzdem. Ich will eine schöne Kameraeinstellung haben. So, schön auf den dreckigen Boden gehangen, so muss es sein. Das sieht doch gut aus, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall wohler als beim Stehen. Hab die Hände frei, Knie vorm Mülleimer, sieht bestimmt lustig aus. Es sind immer noch 40 Sekunden, da kann ich auch noch mal aufstehen. So, jetzt geht's aber ab. Der letzte Raid für heute, auch mit freiem Raid-Pass. Ne? Da freuen wir uns doch. Ich habe seitdem Mewtwo da war, mit der Rüstung noch kein einziges Mewtwo gemacht. Das ist ja am Montag und Dienstag. Könnt ihr das natürlich auch nochmal raiden. Muss ich ja dann wahrscheinlich auch. Die Klon-Pokémon habe ich ja. Die haben wir auch. Müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen und noch 2 Mewtwo mitnehmen die nächsten 2 Tage. Wir hoffen mal, dass da noch ein Shiny kommt. Zack, natürlich nicht. Trotzdem ist der Schatten weg. 763. Wie viel hat deins? 764. Ein WP mehr. Richtig krass. Das fange ich jetzt mal mit der gelben Beere. So. Da brauchen wir jetzt eigentlich keinen Übergang machen. Wir hauen einfach so lange drauf, bis es drin bleibt. Oh, der redet mit dem Mülleimer. Bäm, da ist es auch drin. Wunderbar. Nimmt man mit. Heute auf jeden Fall ein sehr ruhiger Tag. Alles ganz chillig, alles ganz uninteressant. Möchte ich es nicht nennen, aber ist so. 5 Pässe, so wenig haben wir eigentlich noch nie gemacht. Selbst als Labras da war, selbst als Schlurp da war oder so. Wir haben immer 20, 25 Pässe rausgeschleudert, alles mögliche, aber bei den Partyhöhen, man nimmt halt die Punkte mit, man nimmt die Items mit, man guckt mal, ob man die Sonderbonbons vor allem, man guckt mal, ob man einen Shiny bekommt. Wenn nicht, wird wieder fleißig getauscht, mit den Leuten, die Shiny haben. Da fließen die Moneten, ich sag's euch, Spaß. Immer tauschen, nie abkaufen und fallt nicht auf die Leute rein, die bei eBay immer irgendwelchen Scheiß verkaufen. Wie Shiny Abra, ich sag's noch. Dazu mache ich aber noch mal eine extra Folge. Wie sinnlos das war, dass sich Leute damals Shiny Abra gekauft haben für tausende Dollar, wenn es doch eh zum C-Day kommt. Wie Mushas Shiny. Zacke. Hui, Shiny, da war der Tag ja doch nicht umsonst. Einfach Shiny Mushas am Partyhut Raid Day gegönnt, so muss es sein. Habt ihr heute auch Partyhüte gemacht? Wie viel habt ihr gemacht? Habt ihr auch nur 5 Raids gemacht? Habt ihr mehr gemacht? Habt ihr durchgezogen die 3 Stunden? Bei uns war die Luft raus, also kein Interesse da, großartig. Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt es mal rein. Ansonsten viel Spaß natürlich noch. Wird die schlechteste Raid-Folge, die ich je gemacht habe. Einfach, weil nichts passiert ist. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.